Hallo und willkommen bei Technik Freaks, eurem Technikkanal. In diesem Video stelle ich euch mal 5 Vorteile an Ubuntu, weil Linux allgemein ist ein sehr cooles Betriebssystem und heute spezialisiere ich mich auf Ubuntu, weil da gibt es echt coole Tipps und Tricks, wie man es wirklich effizient nutzen kann und wo es zum Teil sogar Vorteile im Gegenüber Windows 10 und 11 gibt. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Das erste ist wirklich ein sehr praktisches Feature, nämlich ihr habt kein Update zwar. Bei Windows kennt ihr es vielleicht, da lädt im Hintergrund Updates runter, euer Computer läuft nicht richtig, oft weil er im Hintergrund Updates auch installiert. Und am Ende muss man die Updates auch wirklich machen. In Ubuntu sieht es anders aus, nämlich man hat eine Aktualisierungsverwaltung für alle Updates, sei es von LibreOffice, von allen möglichen Programmen. Und dann sagt ihr einfach, was du installieren willst, dann installiert er die und startet dann den Rechner einmal neu. Und wie das genau aussieht, zeige ich euch heute auch mal, weil bei mir sogar zufällig Updates verfügbar sind. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz in Ubuntu und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So, ich bin hier mal in Ubuntu und erstmal gehe ich ganz einfach mal ins Startmenü. Also hier auf diese 3 Punkte, also wir sind hier. Und da gehe ich jetzt eigentlich nur noch bei mir selber an den Punkt Preferences und das nennt sich Aktualisierungsverwaltung. Dann klickt ihr einfach nur rauf, hier, dann sucht er ganz einfach nach Updates. Ihr seht, er findet bei mir auch schon welche. Und dann lest halt immer wieder runter, bis er wirklich alle Updates hat. So, ich mache es mal kurz im Vollbild. Und ihr seht jetzt, hier sind alle Updates, die jetzt einmal verfügbar sind für mein System. Das sind 154,7 Megabyte. Er sagt genau, wovon es ist. Zum Beispiel hier ist der Ubuntu-Kern. Ubuntu-Kern, zum Beispiel hier Sicherheit, dann noch einmal so der Ubuntu-Kern. Und dann noch hier jetzt andere Sachen fürs allgemeine System. Also das ist so die Aktualisierungsverwaltung. Und darüber werden auch LibreOffice-Updates gemacht, weil ich habe letztens Updates gemacht und sagt auch, ey, LibreOffice braucht auch ein Update, soll ich direkt mit installieren. Und dann sagt ihr auch, jetzt installieren, tippt euer Passwort ein, dann dauert das ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie viele Updates das sind. Dann schaltet ihr den Rechner einmal neu und dann ist auch alles fertig. Und so sieht es dann ganz normal halt aus. Und wie ich ja gerade auch schon gezeigt habe, ich habe nicht gerade schon den zweiten Punkt mitgezeigt, nämlich auch eine App alle Updates. Einmal geht es halt kein Update-Zwang, wie man gesehen hat. Man kann sagen, ich will die machen, aber er nervt einen damit auch nicht ganz genau. Aber da sind auch in einer App wirklich alle Updates drin. Das ist wirklich sehr praktisch. Weil irgendwie bei Windows ist es so, das eine Programm braucht ein Update, dann braucht wieder das andere Programm ein Update. Wie es mit Programmen ist, die per Debian Package installiert wurden, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mit den Standard-Apps wie LibreOffice, Thunderbird, Firefox und so geht das auf jeden Fall. Und ich finde das ein sehr praktisches Feature, da, sag ich mal, man einfach keinen Bock hat, für alle Programme extra Update zu machen, weil ich habe auf Windows viele Programme, die ich nur selten nutze und dann kommt immer genau ein Update und bei Ubuntu kann ich jetzt einfach sagen, installiere alle Updates, dann brauche ich eine halbe Stunde, wenn es ganz viele Updates sind und ihr habt wirklich durchgelaufen. Also diese Funktion mit einer App, wo alle Updates drin sind, finde ich sehr praktisch. Kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich Ubuntu spart Ressourcen. Also sagen wir mal, in Windows kann Minecraft Virtual Firmware, also muss ich ein bisschen doll runterschrauben, wenn es überhaupt flüssig läuft, weil Windows sehr viele Ressourcen frisst. Und ich habe gestern mal einen Ubuntu-Test gemacht mit einer Bildschirmaufnahme in OBS Studio Trigger, OBS 30 FPS und so. Und Minecraft waren sogar 60 FPS und das lief richtig gut. Also es spart auch Ressourcen. Allgemein Linux ist ein sehr ressourcensparendes System, weil nicht ohne Grund läuft auf dem Raspberry Pi Linux. Oder Raspberry Pi hat ja nur einen Android-Prozessor, sei es ein IMv7 zum Beispiel. Und das spart wirklich Ressourcen, weil, also jetzt Windows darauf läuft nicht gut, aber Linux läuft auch gut. Und wirklich eine vollständige Linux-Distribution wie Ubuntu kann auch auf dem Raspberry Pi laufen. Die einzigen Einschränkungen sind da zwar, sage ich mal, dass der Prozessor von Raspberry Pi nicht gut unterstützt wird für die Programme, aber Ubuntu spart allgemein sehr viele Ressourcen. Und für viele Leute, die nicht so starken Computer haben, älteren Computer haben, vielleicht so Alter von den Eltern, der irgendwie schon 10, 15 Jahre alt ist, kann man ja mal Ubuntu ausprobieren. Man kann ja vorher ein Backup machen und ausprobieren. Also bei mir läuft Ubuntu sehr gut. Also ich habe es einmal auch in der VM und läuft auch sehr flüssig, dass einfach wenige Ressourcen braucht und viele auch nicht so gute Ressourcen haben. Ich meine, heutzutage sind gerade das Leistung richtig teuer. Wenn man sich anguckt, der Intel Core i9, wo ich das ja der beste Intel mit, aber der kostet ca. so 1500 Euro zum Teil, wo ich mal geguckt habe vor ein paar Jahren. Also Ubuntu braucht jetzt auch nicht so die High-End, sag ich mal, Hardware, um wirklich gut zu funktionieren. Das reicht auch Hardware, die halbwegs ordentlich läuft und jetzt nicht aus Neuesten und irgendwas ist. Natürlich braucht man dann eine ältere Ubuntu-Version, aber es spart allgemein sehr viele Ressourcen, was euch den meisten Leuten sehr gut gefällt. Kommen wir auch mal zu den Apps, weil da
Es wirkt eine sehr große Vielfalt, allein schon im Store, sag ich mal. Weil Sachen wie Discord, die gibt es im Windows Store erst gar nicht. Und der Ubuntu Store wirkt eine sehr große Vielfalt. Da, sei mal, viele Sachen für DEB, sei mal auch gratis gut zu installieren sind, aber auch viele Sachen auch im App Store sind, was mir sehr gut gefällt. Da bei Windows ist der Store nicht so gut. Also ich habe schon mal gesehen, im Discord Call, da hat einer sich eine App runtergeladen, die war schon installiert. Und der Windows Store hat gar nicht funktioniert. Also da stand einer nur, ja, wieder runtergeladen. Und der Ubuntu Store ist wirklich sehr gut. Und in Ubuntu ist auch allein beim Start schon alles mit installiert, sei es Office, also LibreOffice ist jetzt für die meisten noch gut. Man kann natürlich aber auch einfach die kostenlose Office-Web-Variante benutzen. Es ist schon Thunderbird, Firefox, ist eigentlich alles ordentlich installiert. Man kann also eigentlich direkt durchstarten, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat davon, wie man irgendwie sich Programme installiert. Und man kann auch viel einfache Apps installieren. Ihr kennt es vielleicht, bei dem Ubuntu sind da ein Programm bei Excel installiert. Dann müsst ihr jetzt noch sagen, ja, ich akzeptiere die Lizenzbedingungen. Dann installiere es da, ich will die und die Art von Installation, ich will noch das und das Plugin. Bei Ubuntu sagst du, ey, installiere, er fragt nach Passwort und fertig. Egal, ob du es jetzt direkt über den App Store von den Ubuntu-Servern runterlädst oder ob man es per DEB dann über den App Store installiert. Also, man kann auch viel einfacher Programme installieren, weil in Ubuntu muss man wirklich viel sagen, ich will das, 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 ich akzeptiere das, ich will es da genau speichern. Und das Problem hat man auch nicht, was für die meisten, glaube ich, ganz praktisch ist, weil es ist wirklich zum Teil echt nervig. Wo du sagst, installier, tritt Passwort ein und am Ende noch circa eine Minute, je nachdem wie groß das Programm ist, ist alles wirklich gut installiert. Und viele Sachen sind auch kostenlos. Zum Beispiel auch Shotcut kostet im Windows Store 10 Euro, oder hat es zumindest mal. Und im Windows Store ist es einfach kostenlos. Also das ist auch sehr praktisch, weil der Windows Store auch, sag mal, sehr viele Apps hat und die meistens auch noch kostenlos sind. Ich will euch nochmal zeigen, was wirklich alles vorinstalliert. Sag mal, alle LibreOffice-Anwendungen mit sind so von, also die wenigsten sind so mit vorinstalliert. Hier ist LibreOffice Writer und so mit drin. Und zum Beispiel hier ist auch noch Firefox ist mit drin. Firefox Webbrowser zum Beispiel mit drin. Und auch vieles mehr. Hier sind schon viele Spiele vorinstalliert. Zum Beispiel hier Mean oder Mahjong. Zum Beispiel kennen vielleicht manche. Also in coolen Spielen sind hier schon mit vorinstalliert, was wirklich ganz praktisch ist. So, wie ihr seht, ich habe hier mal in beiden Stores, also einmal Microsoft und einmal im Windows Store Shotcut rausgesucht als Beispiel. Ich habe das hier Shotcut, weil da kann ich es gut raussuchen. Nein, Shotcut kostet im Ubuntu Store nicht. Ich habe jetzt den hier genommen, weil das auch der offizielle ist. Das andere ist auch was, aber da wusste ich es nicht genau. Also der zweite hier, das ist der richtige auch. Der wird auch von Shotcut offiziell gesagt. Den kannst du runterladen auf der Shotcut-Website. Im Microsoft Store kostet der aber, sag ich mal, ca. 9,79, jetzt 7,83, weil es Rabatt gibt. Aber sonst kostet der auch fast 10 Euro. Und im Ubuntu Store ist es gratis. Also im Ubuntu Store ist auch viel mehr gratis. Das finde ich auch sehr gut. Da viele Sachen, die irgendwie in Stores Geld kosten, aber als Excel immer kostenlos. Und im Ubuntu ist eigentlich so gut wie alles gratis, was ich sehr gut finde. Und kommen wir mal zur Dateisystemunterstützung. Ihr kennt es vielleicht, Windows kann Linux-Partition nicht lesen, in Klammern X4-Format, nicht lesen. Das kann Ubuntu, aber Ubuntu kann allgemein viel mehr lesen. Ich finde, solche Funktionen sollte Ubuntu auch haben, weil um manche Sachen zu formatieren, brauche ich zum Teil dann Ubuntu, wenn zum Beispiel irgendwas in X4 sein soll, oder ich irgendwelche anderen Ubuntu-Systeme lesen will, muss ich immer eher so in Ubuntu reingehen. Und sowas hat Windows halt einfach nicht. Also Ubuntu unterstützt viel mehr Dateisysteme, zumindest eins mehr, in Klammern X4. Die anderen unterstützt Windows natürlich auch, aber Linux hat allgemein ein offenes System, wodurch natürlich jede Distribution mehr Funktionen und so hat. Also Ubuntu unterstützt auch mehr Dateisysteme. So, und ich zeige euch mal, wie das mit den Dateisystemunterstützungen ist. Nämlich, ich habe hier mal die Laufwerkzeit rausgeholt, das ist sozusagen wie die Datei-Dingsverwaltung bei Windows, also Datenträgerverwaltung. Und zum Beispiel hier kann ich alles Mögliche machen. Wie ihr seht hier, ich habe sogar noch einen freien Platz. Den nehme ich jetzt erstmal auf meiner Haupt-SSD. Kann ich sagen, weiter. Und ich kann zum Beispiel sagen, hier internes für die ausschließliche Nutzung von Linux-System X4. Also man kann hier allein schon viel mehr Sachen. Dieses X4 gibt es in Windows halt gar nicht. Also ihr seht wirklich, das ist ein sehr geiles System. Also zum Beispiel Ubuntu allgemein oder allgemein System unterstützen halt mehr, gerade so Linux hat halt mehr Dateiformate. Ist halt Linux. Ihr müsst aber denken, dieses X4 wird natürlich auch nur in Linux so gut wie benutzt, in Windows. Wäre es cool zu haben, wenn man auch mal so Linux-Partition auslesen kann. Weil da muss ich jetzt immer Sachen irgendwie so rüberschieben per USB-Stick oder halt irgendwie auf die andere Platte raufschieben und so oder in die Cloud schieben und das ist manchmal nicht so praktisch. Aber so ist das so mit den Dateisystemunterstützung.
So, kommen wir mal zum Fazit. Also, Ubuntu ist ein sehr geiles System. Also ich nutze es zum Teil wirklich sehr viel. Am Anfang habe ich es eher selten genutzt, weil ich noch nicht so viele Programme hatte. Jetzt kann ich dann sogar schon Videoschneiden aufnehmen. Also wirklich, das ist ein sehr gutes System, was auch Ressourcen spart. Mir hilft zum Teil auch, da ich halt nur eine UHD Reflex 630 von Intel habe und damit Minecraft aufnehmen kannst du knicken. Und theoretisch kann ich natürlich auch geilen Videos auf dem Kanal hier machen, da Ubuntu einfach wirklich sehr, sehr wenig Ressourcen braucht. Und für die meisten ist es, glaube ich, auch ganz praktisch, da halt echt nicht viele einen übrigen ordentlichen Computer haben, sei es der Alter von Eltern. Da ist schon mal ein Punkt, wofür man auch Ubuntu nehmen kann. Dann geht es natürlich auch noch, ist es wirklich viel mehr mit unterstützt, sei es von Dateiformaten. Es sind die wichtigsten Apps schon vorinstalliert. Man braucht keine Lizenz, wirklich alles ist wirklich komplett Open Source. Man kann natürlich auch die Office-Apps nachinstallieren, in Klammern die Webversion nutzen, die kostenlos ist. Aber also Ubuntu ist ein sehr offenes und gutes System, auch für alte Computer. Ich glaube, da können wir, glaube ich, alle zustimmen. Also ich nutze das System sehr gerne. Alles ist schon vorinstalliert. Alle Updates sind in einer App. Ich glaube, für viele Leute ist das echt was Praktisches. Wir sagen bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.